Moin, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Das letzte Mal dieses Jahr möchte ich erzählen von den Fortschritten, die wir mit unseren Pflanzen gemacht haben, beziehungsweise Misserfolgen, die wir dabei hatten. Aber legen wir doch mal direkt los. Ein großer Erfolg dieses Jahr war unsere Avocado. Die haben wir umgepflanzt. Darüber haben wir auch so ein Video gemacht, verlinke ich unten mal in diese Infobox. Aber wir wollten die ja klein halten und da muss ich jetzt hingehen und die Pflanze ein wenig kappen. Dann habe ich mir hier vorne die Stelle ausgesucht. Da einmal, zack, so. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Hier sind unsere nächsten drei Kandidaten. Da hatten wir ja diesen Trauermückenbefall. Da haben wir dann an den Pflanzen ein Segel gesetzt. Allerdings haben von drei Pflanzen hat das nur unsere Avocado überstanden. Die Wollmispel hier vorne, die hat die Blätter hängen lassen und auch unsere Peperoni-Pflanze, die ist also auch, naja, da ist nichts mehr zu retten. Hier haben wir so ein paar Gläschen aufgereiht, einmal geschlossene Gläser und dann so zwei offene Gläser. Die wollen wir dann demnächst bepflanzen. Von dieser Zylinderform haben wir schon eine Pflanze gepflanzt. Das sieht dann hinterher so aus. Das sind dann schon mal so unsere ersten Terrarien. Wir haben ganz klein angefangen, das will ich auch einmal zeigen. Das sind jetzt hier unsere Mini-Terrarien. Wir haben ja im Wald Baumrinde geholt, haben aus einem Teil der Baumrinde und dem Moos einen Adventskranz gebastelt und einen Teil der Rinde und einen Teil von dem Moos haben wir in diese kleinen Mini-Terrarien gegeben. Und wollen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Hier haben wir mal einen Fikus in ein etwas größeres Glas schon gepflanzt. Da haben wir einfach einen Zweig gekappt, den in Wasser wurzeln lassen und dann jetzt hier in Kokoserde eingepflanzt. Da werden wir euch aber auch auf dem Laufenden halten, wie der sich entwickelt. Und da möchte ich noch was zeigen, und zwar einmal einer von unseren Bonsai, und zwar von diesen Avocado-Bonsai. Da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Das ist einer von den Zweien. Den zweiten zeige ich auch mal eben kurz. Das ist eine von unseren Bonsai-Avocados. Die hat sich natürlich ganz anders entwickelt. Sieht aber auch sehr gut aus. Die haben wir ein bisschen stärker beschnitten. Dreh das Ganze mal so ein bisschen. Aber man sieht, die Avocados entwickeln sich sehr, sehr gut. So, mit diesen zwei Experimenten, die wir jetzt
vor kurzem gestartet haben, möchte ich mich verabschieden. Einmal hier, ich lasse das jetzt auch mal geschlossen, unser kleines Mini-Treibhaus mit den Granatäpfeln. Die sehen aber auch schon recht gut aus. Ich weiß nicht, wie weit man das jetzt erkennen kann, aber ich glaube ganz gut. Und hier nochmal eine Sache mit unseren verschiedenen Moossorten, die wir gesammelt haben. Das testen wir jetzt hier auch mal an, wie die sich verhalten. Die kommen dann auch in unser etwas größeres Terrarium, aber erstmal die zweite Station in diesem Glas, was wir gezeigt haben. Und dann, wenn die sich eben dann gut entwickeln oder gut dafür eignen, in das große Terrarium. Das war's. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.